Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung, nämlich die der Admiral Schröder, Stufe 9 eines deutschen Kreuzers, wahrscheinlich hinlänglich bekannt unter den Warships-Freunden. Die Admiral Schröder ist, Stufe 9 und erhältlich über das ab 11.11. startende Werft-Event als Abschlussbelohnung der 30 Phasen. Das bedeutet, ihr könnt 26 von den Dingen freier spielen und dann müsst ihr 4 kaufen. Schlussendlich sollte es am günstigsten sein, laut Wargaming, wenn ihr das direkt zu Beginn über ein Starterpaket macht, nämlich das für die 5000 Dublonen. Alternativ könnt ihr natürlich auch die 10 Phasen und die 5 Phasen überspringen und müsst weniger erfahren. Sprich, die günstigste Variante, 5000 Dublonen plus jede Menge Zeit und dafür bekommt ihr einen Stufe 9 Kreuzer. Ja, ich weiß, andere Nationen wie die Russen, das leidliche Thema, haben viele schöne Stufe 10 Kreuzer bekommen, während bei den Deutschen, das dritte Stufe 9 Schiff für Währung, für Kohle, für Stahl oder eben für die Werft daherkommt und ihr habt die Schnauze voll. Aber nun, so ist es. Und vielleicht kommen wir dann später während des Gefechts auf eine Conclusio, warum es so ist und warum dieses Schiff so ist, wie es ist und warum es nicht besser wurde, so wie ich mir das gedacht hätte. Aber kommen wir zum ersten Teil dieses Videos einmal dazu, wie es ist. Und da sprechen wir einmal die Panzerung an. Und ja, ich weiß, schlussendlich hat dieses Projekt eines Schlachtkreuzers nichts mit dem Projekt eines Big Cruisers wie der Aegir gemein. Allerdings ist die Panzerung nahezu identisch, was die Werte betrifft. Sie ist nicht gleich, sondern sie ist sehr ähnlich, deswegen nahezu identisch. Wir haben panzerungstechnisch in Millimetern auf beiden Schiffen 27 mm frontal, 27 mm am Heck. Wir haben 30 mm an Deck, wir haben 90 mm Panzergürtel hier an der Kasematte, wir haben unten 190 und 190 für den Torpedoschutz auf der Höhe der Zitadelle und wir haben, wenn wir einmal den vorderen Teil wegnehmen, auch hier 25 mm quer ab. Hier haben wir 100 mm Zitadellenpanzerung, hier leidlich nur 45 mm, wobei Aegir auch ein 60 mm Bereich, glaube ich, in der Mitte und vorne den 45 mm sind. Dafür haben wir hier, wenn wir einmal unsere Schrägpanzerung ansehen, die 80 mm, wo wir bei der Aegir nur 60 haben. Normalerweise spielt das kaum eine Rolle oder keine Rolle, denn beide sind nicht mit den momentan im Spiel befindlichen Kalibern overmatchbar, was bedeutet, dass wir hier eine wirkliche Turtleback-Panzerung haben, sodass Nahbereichsbeschuss in die Zitadelle eigentlich nicht in die Zitadelle, sondern abgeleitet werden sollte in die Kasematte, weil kein Overmatch möglich ist. Wir nehmen jetzt noch einmal hier alles weg und schauen uns den Shape der Zitadelle an. Da haben wir 60 mm und wir haben eine kleine Verjüngung der Zitadelle von oben, von der Kasematte runter da, was gut ist für Flugzeugträgerangriffe, um das Trefferfeld ein bisschen zu verkleinern. Wir haben als großen Unterschied zur Aegir- und Siegfried-Panzerung tatsächlich hier, wenn wir bei Bug- und Hex-Panzerung schauen, haben wir noch Querbleche, also Querabbleche. Hier einmal 100 mm und 25 mm hinten und an der Front dasselbe Spiel mit 100 und 25 mm. Als Vergleich, Siegfried und Aegir haben nur im Bereich der Schrägen der Turtleback-Panzerung hier nochmal eine bevorzugte, verbesserte Panzerung. Sprich, die Admiral Schröder ist ein bisschen besser oder ein Stück besser gepanzert frontal als die anderen Schiffe hier. Ist natürlich auch was ganz anderes. Wir haben eine Überlebensfähigkeit von herkömmlich 59.300, bei mir sind es 63.300 wegen der Skillung. 22% Torpedoschutz. Die Artillerie ist mit 305 mm mit gleichem Kaliber wie die der Aegir, aber den Unterschied, den charakterisieren wir dann noch im Gefecht heraus, weil da haben wir Zeit genug, das zu besprechen. Hier haben wir 3400 Alpha High, 8300 Alpha AP. High hat 76 mm Pen und 24% Brandwahrscheinlichkeit hier. Normalerweise sind es 22% Brandwahrscheinlichkeit Stock. Die AP hat ganz normale Winkel 45 bis 60 Grad. Wir haben ein Overmatch von 21 mm, also im Spiel nützlich 16 mm, weil nichts hat 20 mm momentan. Zumindest Bug und Heck, da wo es eine Rolle spielen würde bei anderen Kreuzern.
natürlich ein Nachteil vom Kaliber. Wir haben normale Zündzeit von 0,033, ein Sigma von 2,05, was gar nicht schlecht ist, und eine maximale Dispersion von 203 Meter. Wie gesagt, sind Stockwerte. Hier haben wir 202, weil, gut, das werdet ihr dann auch sehen. Wir haben Sekundärbewaffnung, 10x2 und 3x3, voll ausgebaut, sind 10 Kilometer Reichweite auf 2,3 Sekunden. Und das Wichtigste, die 128 mm haben 32 mm Pen und die 150er 38 mm. Und das ohne IFA, das ist alles Stock so. Die Reichweite ist 18,4 Kilometer. Wasserbomben, so schön, so uninteressant. Anzahl an der Ladungen, 2 Bomben in der Ladung, 8 und Höchstschaden 2220. Wir haben Flugabwehr, die ganz okay ist. Der Vorteil ist, Sekundärskillung bevorzugt auch immer ein bisschen die Anti-Air. Dementsprechend, wir haben hier 6 Anzahl Granatenexplosionen auf 1771 Trefferpunkte Schaden. Wir haben bei der kontinuierlichen, ja, nicht besonders geil, aber akzeptable 330 in der Mittelstrecke Flugabwehr, noch schlechtere Langstrecke mit 169 und kaum erwähnenswerte Kurzstrecke mit 113. Das ist ein bisschen fatal, aber ist okay. Manövrierfähigkeit 34,1 mit Flagge, 32,5 ohne, 840 Meter Wendekreisradius, 13,6 Sekunden an Ruderstellzeit. Alles ganz normal. Wir haben eine Stock Concealment von 12,6, hier 10,2 mit Doppelconcealment, und das erlaubt uns einiges bei der Sekundärartillerie, und das schauen wir uns dann auch im Gefecht an, wenn ich euch ein bisschen darüber erzähle. Wir pushen hier bei diesem Schiff natürlich alles, was Sekundärartillerie betrifft. Wargaming sagt hier, ein Schiffsprojekt, das auf einer Idee aus den späten 1920ern mit einer schnellen Schlachtkreuzer mit 305 mm Artillerie und relativ schwachem Panzerschuss vorsah. Ja, für einen Schlachtkreuzer vielleicht, aber hier für unser im Kreuzerbaum befindlichen Schiff ist es eigentlich ganz okay. Und wir bauen dieses Schiff komplett auf Sekundärartillerie und die Gadgets dazu. Standard-Reparaturmannschaft, 80 Sekunden Ladezeit, 30 oder 28 Sekunden Wirkungsdauer des Verbrauchmaterials. Wir haben nur 0,5% der Gesamttrefferpunkte pro Sekunde hier. Wir haben herausragenden, unter Anführungszeichen, besser als plus 8%, 15% Motorboost, Höchstgeschwindigkeit und die Standard-Hydroakustische Suche. Diesmal wirklich der Deutsche, nicht die abgespeckte 5 Kilometer, sondern die 6 Kilometer auf Stufe 9 für Schiffe und 4 Kilometer Ortung von Torpedos. Und summa summarum war es das auch schon von diesem Schiff, und ich zeige euch hier noch einmal die Bronze-Version davon, die ihr dann auch im Gefecht seht. Wunderschön. Ist halt die Frage, ob so etwas vielleicht nicht besser kommt. Ich würde fast behaupten. Und jetzt schicke ich euch ab in. Wie immer die Warnung. Je nachdem, wie ihr dieses Schiff spielt, je nachdem, wie ihr dieses Schiff skillt, was eure bevorzugten Taktiken und Strategien sind, so ist auch euer Eindruck vom Schiff. Und so ist auch meiner. Also eine absolut subjektive Einschätzung in einem 10er-Gefecht. Leider keins mit Sushis mit dabei, das ist ein großer Nachteil, also nicht, dass keines mit dabei war, sondern dass wir auf Stufe 9 natürlich das fangfrische Futter für diese Schiffe sind, weil das untere Ende der Nahrungskette hier auf Stufe 9 beginnt. Aber so ist es, da muss man sich dran gewöhnen. Wir haben aber ein schönes Gefecht mit Stufe 10 vorwiegend, was die Schlachtschiffe betrifft, was schlecht für uns ist. Bei den EDs ist es quasi egal. Kommen wir einheitlich zu einem Vergleich. Es wird immer gefragt, das ist auch eine schlaue Frage, hey Prime, wie kann man denn dieses Schiff mit einem anderen Schiff vergleichen, das ich vielleicht schon besitze? Das ist eine gute Frage. Man könnte jetzt sagen, gut, wir haben die 305 mm hier und deswegen schauen wir nach einem deutschen Schiff mit ähnlicher Bewaffnung und wir würden dann auf die Ägir auf derselben Stufe stoßen. Ich kann euch aber direkt zu Beginn sagen, nein, dieses Schiff und die Ägir, das sind zwei ganz verschiedene Spielweisen. Die könnten fast nicht weiter voneinander entfernt sein, wenn man die Schiffe und auch die Stats, die uns Wargaming mit diesem Schiff hier an die Hand gegeben hat, betrachtet. Andere Schiffe sind vielleicht ein bisschen weiter außerhalb des Blickes, dem man sich hier widmen könnte, aber müssen wir vielleicht eingehen, indem wir die Ruprecht mit ins Spiel bringen, den richtigen Schlachtkreuzer in Wargaming in die Schlachtschiffreihe der Deutschen gepackt hat. Ja, Panzerung ist anders. Ja, die Sekundärartillerie ist besser, denn die Sekundärartillerie hier ist ganz normal. Wir haben hier tatsächlich die Standard-Sekundärartillerie-Streuung, nicht die gute der Schlachtkreuzer. Also quasi hier eine Bismarck von der Treffergenauigkeit. Und ja, ist auch so, uns fehlen hier Torpedos. Und ja, uns fehlen hier einige Dinge, wie Kanonen. Aber dazu später mehr. Wargaming hat uns aufgrund dieser
Stats, die dieses Schiff jetzt nun bekleidet, vieler Möglichkeiten beraubt für unterschiedliche Spielstile, wie ich finde. Wir haben außergewöhnlich gutes Concealment. Wir haben außergewöhnlich gutes, 200 Meter Überbrückungsfeld von 10 Kilometern zur Sekundärartillerie. Wir haben gute Geschwindigkeit, sodass uns vieles nicht entkommen kann, vor allem wenn wir an Kreuzer denken. Wir machen nämlich mit Speedboost über 37 Knoten, nicht ganz 38. Das ist eine beachtliche Leistung, das darf man tatsächlich nicht vergessen. Andere DDs, die Standard-DDs sagen wir bei 36. Deswegen, 36 Start, da muss man gut hinterherfahren. Was bedeutet das? Wargaming gibt uns mit diesen Stats alles an die Hand, um in den Nahbereich zu kommen und dort zu kämpfen. 10 Kilometer, da fühlen wir uns wohl, gerne auch 8 Kilometer, zumindest laut Wargamings Möglichkeiten, die wir hier bekommen. Das bedeutet unterm Strich, wie gut ist denn unsere Reichweite mit der Hauptartillerie? Die ist mit 18,4 Kilometer ganz okay. Ihr seht auch, wir können hier gut drauf schießen. Allerdings haben wir hier ein Problem. Das Problem, was es uns nicht erlaubt, ist mit einer Aegir zu vergleichen. Wir haben zwar 105 mm, aber komplett andere Granaten. Diese Granaten machen auf 18 Kilometer ungefähr 185 mm Penetration. Die einer Aegir sind um die 300 Millimeter Penetration stark. Das bedeutet, wir könnten hier auf 12,2 Kilometer diese Monarch wahrscheinlich zitadellieren. Also höchstwahrscheinlich. 350 wird sie da packen. Und die sind nicht besonders gut gepanzert. Da müssen wir nochmal ganz genau drüber schauen. Aber auf 10 Kilometer auf jeden Fall. Das ist etwas, was uns mit einer Admiral Schröder nicht gelingen wird. Zusätzlich dazu kommt noch, dass wir hier 850 bis 855 Meter pro Sekunde, und das ist es ob HE oder AP, 855 glaube ich bei HE, 850 bei AP oder genau umgekehrt, Mündungsgeschwindigkeit. Sprich, wir haben hier nicht nur längere Flugbahn als bei der Aegir, sondern daraus resultierend, natürlich abhängig mit anderen Faktoren wie Form der Granate, Gewicht der Granate, Treibleitung der Granate, Treibladung der Granate, auch unterschiedliche Flugbahnen. Und die Flugbahn hier ist, wie ihr vielleicht gerade sehen konntet oder vielleicht jetzt auch im Laufe des Gefechts sehen werdet, eher so, dass wir Steilfeuer aufs Deck schaffen, anstatt in die Seite, um Zitadellen zu machen. Das ist fatal. Fatal, weil Wargaming uns im Vergleich zu Schlieffen oder Ruprecht, wo wir die Möglichkeit haben, die auch gemischt zu fahren, also mit Reload auf der Hauptartillerie, weil die doch durchaus passabel, wenn auch nicht ganz genau ist, aber gut in die Seite kommt und guter Reload da guten Schaden macht, weil das Kaliber auch passt, weil es über 406 mm ist, was halt auch einen Vorteil bringt, hier quasi nur dazu taugt, wirklich im Nahbereich zu kämpfen. Und wie ihr jetzt hier vielleicht sehen könnt, haben wir ein weiteres Problem. Ihr kennt doch Massachusetts, Georgia. Die Sekundärartillerie ist das, worauf ich hier ansprechen möchte. Wir haben da 729 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit und eine leichte Granate, so wie wir es ja auch von den amerikanischen DDs kennen. Und ihr wisst, wenn ihr die einmal gespielt habt, ab Stufe 6 oder ab Stufe 7 die Mayhem und 8 die Benson, das sind Exorbital-Granatenflugbahnen, wie es so schön heißt, oder? Die fliegen einen hohen Bogen und würden hier wahrscheinlich schon beginnen zu schießen. Hier mit 950 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit der Sekundärartillerie haben wir eine viel flachere Flugbahn, was uns auch hier in diesem Fall zum Verhängnis wird. Sprich, wir haben gutes Concealment, um ranzukommen, aber um zum Beispiel hinter der Insel unsere Sekundärartillerie so spielen zu lassen, wie es bei den Amerikanern möglich ist, springt uns die Mündungsgeschwindigkeit und die Granate generell entgegen oder dagegen. Wir kommen hier einfach nicht drüber, auch nicht auf 6 oder auf 8 Kilometer, das ist brutal. Und ihr seht auch schon, hier sogar die Prinz Eugen, die kann schon schießen und ihr seht diesen flachen, die flache Kurve, die hätten wir theoretisch da auch. Deswegen gehen wir auch hier in diesem Fall und mit dieser Art des Spiels, wo wir vielleicht ein bisschen weniger Schaden nehmen würden, als wenn wir nur offen fahren, ein bisschen leer aus. Bedeutet also, wir haben ein Problem mit dem Schadenmachen auf große Distanz. Kanonen sind zwar nicht ungenau, aber der Winkel ist schlecht, die Penetration ist schlecht. Wenn wir mit HE schießen, haben wir schlechte HE-Alpha-Werte und wir sollten eigentlich so viel wie es geht mit AP schießen, aber wir kommen ums Verrecken nicht drüber. Seht euch das an. Ums Verrecken kommen wir nicht drüber. Und auch wenn ich das Schiff bin, das seit 5 Minuten am nahesten am Feind ist und meine hydroakustische Suche, die Richelieu und auch die Merkur aufgedeckt hat, so ist es doch
ein anderes Schiff, das den Schaden daraus machen oder ziehen konnte. Gut, man hätte jetzt sagen können, hey Prime, warum bist du nicht nach vorne gefahren? Gut, da war eine Merker, die hat Torpedos, die tut weh, die AB ist nicht schlecht. In der Seite haben wir eine Richelieu, gegen die wir anwinkeln hätten können, aber dann hätte uns die Thunderer hier höchstwahrscheinlich in die Seite geschossen, denn die 22 Kilometer, die hätten wir verkürzt, um locker 5 Kilometer, wenn wir nach vorne fahren, hätten, wenn wir gegen die Richelieu anwinkeln, da Breitseite gezeigt. Und selbst hätten wir nur HE-Beschuss bekommen, hätten wir von Monarch, Richelieu, Merker und Thunderer mit HE-Beschuss mit unseren normalerweise 63.000 oder 59.300 Trefferpunkten den kürzeren gezogen und wären bei weitem nicht mehr so effektiv im weiteren Verlauf des Gefechts, um endlich in den Nahkampf zu kommen. Was ich damit ausdrücken will, ist eigentlich etwas, was ihr euch schon denken könntet. Wargaming gibt uns ein Schiff an die Hand, das sie, ich würde fast sagen, wohl überlegt darauf ausgerichtet haben, in den Nahkampf zu fahren. Denn sie geben uns nichts für einen anderen Spielstil an die Hand. Das bedeutet, die Varianz, die man sonst bei anderen Schiffen hat, zum Beispiel Schlieffen und Rupprecht, wo man sich tatsächlich fast entscheiden kann, spiele ich es Nahkampf-only mit Sekundärartillerie full oder ich gehe trotzdem auf Nachladezeit der Hauptartillerie als Beispiel, dass es ein bisschen ein Hybride ist. Manche Schiffe fahren das Ding auch auf, ich will es gar nicht sagen. Aber das wird uns hier mit der Admiral Schröder fast genommen, denn die Hauptartillerie ist einfach nicht so geil. Ich weiß nicht, ob ich da noch was dazu sagen muss. Ne? Ja, wir haben auch gute Salven. Das gibt es auch. Aber wir haben halt auch wenig. Wir haben nur 4x2. Das sind 8 Granaten. Die Nachladezeit mit 18 Sekunden ist okay. Wie gesagt, auch die Treffergenauigkeit wird dann irgendwann okay sein. Aber halt nicht immer. Wir haben jetzt eine Overmatch, habe zu hoch gezielt. In dem Fall sind nur 15,5 Kilometer. Wie schon erwähnt, andere Schiffe kommen da vielleicht noch in die Seite oder zumindest ein bisschen besser ran. Wir hauen direkt aufs Deck. Ist halt einfach so. Kommen wir aber zum weiteren Thema hier. Wir können schnell rein. Wir haben da die Sekundärartillerie, die dann ein bisschen spielt. Aber der Gegner macht es uns natürlich nicht immer einfach. Beweisführung, rechte Seite hier, der Gegner fährt weg. In 90% der Gefechte werden wir Probleme haben, unsere 10 Kilometer oder unsere 10,2 Kilometer Concealment effektiv ausnutzen zu können, um in Sekundärreichweite zu kommen. Ja, es spielt nämlich überhaupt keine Rolle, ob es 12 oder 10 Kilometer sind und wenn das Concealment auch fast identisch groß ist. Solange es Schiffe gibt, die ein viel, viel besseres Concealment besitzen, die wir aber im Umkehrzug nicht aufdecken können, um von ihrer Nähe zu profitieren, oder aber es Schiffe gibt wie ein Flugzeugträger, die vermehrt in den Gefechten vorhanden sind. Verstehe mich nicht falsch, das finde ich gut, so kann man Anti-Air besser balancen und auch ist effektiver Anti-Air zu skillen, wenn man das machen würde. Wer skillt Anti-Air, wenn in 10% der Gefechte ein Flugzeugträger da ist, dann hat man für 90% scheiße geskillt. Wenn in jedem Gefecht einer dabei ist, dann hat man seinen Sinn, oder hat man einen Sinn, die hier zu skillen. Aber Flugzeugträger decken einfach auf, ohne dass man etwas mit der Sekundärartillerie machen kann. Klar. DDs decken auf, ohne dass man was mit der Sekundärartillerie machen kann, wenn niemand die gegnerischen DDs aufdeckt. Und auch U-Boote decken auf, im selben Prinzip. Das bedeutet, wir skillen viel und werden hin und wieder nicht dafür belohnt, wirklich in Sekundärreichweite effektiv kommen zu können und die ausnutzen zu können. Und da kommt die Streuung noch dazu. Wenn wir aber all dies überwunden haben, dann fehlt mir eine einzige Sache. Damit dieses Schiff abgerundet worden wäre. Und das sind Torpedos. Als Vergleich könnte man jetzt sagen, Wargaming hat uns hier eine Tirpitz verweigert und stattdessen eine Bismarck geliefert. Denn genau das ist einer der Unterschiede der Tirpitz und der Bismarck. Ja, Premium und nicht Premium lassen wir außen vor. Nämlich die Torpedos. Wenn wir in den Nahkampf kommen mit 10 Kilometer, ist unsere Sekundärartillerie leider nicht in der Lage, ein Schiff schnell genug zu versenken, sodass wir theoretisch einem Rammen entgehen könnten. Oder uns fehlt der Burstschaden der Hauptartillerie, weil die Nachladezeit, weil das Kaliber zu klein ist, um ein Overmatch zu machen, frontal zum Beispiel. Also wenn kein Fehler gemacht wird, dann war es der Fehler von uns, so nah ranzufahren. Das wird sich jetzt auch gleich hier noch einmal zeigen, wenn wir diesen Kurs hier beibehalten. 37.000 übrigens, ist ja fast lächerlich. Fast lächerlich.
Und das fehlt einfach. Gut, meine Hoffnung und mein Tipp ist, dass Wargaming das wohl überlegt gemacht hat. Die Torpedos kommen Azuma-like, dann bei der Yoshino auf Stufe 10. Also vielleicht bekommen wir eine Admiral Schröder in einem erweiterten Design. Vielleicht mit angepasster Hauptartillerie-Nachladezeit für Stufe 10 und ganz wichtig dann diesen 6 Kilometer Volkstorpedos mit 13.700 Trefferpunkten. Das würde mir reichen, einmal 4 pro Seite. Hinten angebracht wie zum Beispiel eine, wie heißt sie denn? Eine Graf Spee, Admiral Graf Spee. Wenn wir ganz gut drauf sind, vielleicht sogar 8 Kilometer. Das wäre natürlich auch super sexy. Aber wir wollen nicht ins Schwärmen geraten. Wir sind natürlich immer noch ein deutsches Schiff. Und da muss man halt einfach ein paar Abstriche in Kauf nehmen. Einfach, weil es ein deutsches Schiff ist. Nein, Spaß. Es gibt einige gute deutsche Schiffe, das wisst ihr. Aber ich muss mir hin und wieder ein kleines Späßchen erlauben. Da. Ja. Was bedeutet das für die Admiral Schröder? Sie ist definitiv kein schlechtes Schiff. Sie ist ein, wie alle Sekundärartillerie-Schiffe, egal ob es Schlachtschiffe sind oder Kreuzer, sehr schwierig zu spielendes Schiff aufgrund seiner Positionierung. Wenn man ein schlechtes Gegnerteam erwischt hat und ein schlechtes eigenes Team, sodass sich das ein bisschen negiert und nicht eines der Teams gestompt wird und schaut, wie super fast wir sind, dann kann man in diesem Schiff extrem viel Spaß haben. Ja, weil man da nah rankommt, ohne dass man bestraft wird, als Beispiel. Oder aber man ist ein Genie in Strategie oder Taktik, in Positionierung und hat Glück, auf die richtige Seite zu kommen. Und auch Glück, dass keins der Teams zu stark oder zu schwach ist. Denn dann kann man noch guten Schaden machen. Und man kann sehr viel Spaß haben in diesem Schiff, das ein, ich will nicht sagen einzigartiges Schiff ist im Spiel momentan mit der Sekundärartillerie als Kreuzer. Wir haben auch eine Napoli, aber ich glaube, da sind wir uns einig, das ist ein größerer Unterschied, als man sich vielleicht hier auf den ersten Moment eingestehen möchte. Und es würde übrigens die Audacious hier nicht diesen Fehler machen und zur Breitseite zeigen, dann hätten wir ein Problem, dass wir sie ohne den nötigen Burst Damage eben nicht schnell genug rauskriegen. Theoretisch können sie uns auch rammen, ohne Torpedos. Wie gesagt, ich hoffe auf ein Stufe 10 Schiff, dass dann diesen Malus verhindert, also dass das geändert wird. Das ist fatal. Naja, ich bin gespannt. Also, es ist kein schlechtes Schiff. Es ist in Maßen tanky. So ähnlich wie eine Aegir auch tanky ist. In Maßen immer wohl dosiert. Aber wir haben nichts großartig Besonderes. Was ihre Überlebensfähigkeit steigern würde oder was sie extrem am Leben erhalten würde. Och Gott, wie schön wäre es gewesen, den Healer Massachusetts hier auf diesen Kreuzer zu bekommen. Holla die Waldfee, 40 Sekunden Nachladezeit des Verbrauchsmaterials des Heals. Absolut pornös. Hätte mir sehr gut gefallen, dann hätte man auch über die Torpedos hinwegsehen können. So ist es. Ein Schiff für 5000 Dublonen sind 17,20 Euro und viel Spielzeit, wenn man das auf sich nehmen möchte in der Werft, was, ja, was durchaus gut ist. Es ist meiner Meinung nach eins der interessanteren Premium-Schiffe, die über die Werft kommen, so wie eben auch die Odin interessant war, aber nicht außergewöhnlich gut, sondern interessant. Und für Liebhaber ein Schiff, das sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten, sage ich jetzt einfach mal ganz frech, aber wie ihr schon seht, man darf das nicht unter den Teppich kehren. 51 Treffer für 24.000 ist super. Das liegt an der Pen und an den Zielen, die beschossen werden konnten. Auf Schlachtschiffen wäre es lange nicht so viel gewesen. Aber ihr habt die Einschränkungen dieser Sekundärartillerie gesehen. Im Nahkampf kommt es nicht über Inseln. Wenn ihr das in Division fährt und ein Smoke gezogen wird und ihr einfach nur mit der Sekundärartillerie hier super sexy Schaden machen könnt und dann mit dem guten Consumen zugehen könnt, dann später wieder, weil ihr einfach dreht und schnell wieder weg seid. Super. Das wird auf jeden Fall ein Spaß werden. In einem guten Team, mit einer guten Division und in einem guten Gegnerteam macht dieses Schiff wahrscheinlich unglaublich viel Spaß. Mindestens so viel Spaß wie eine Schlieffen. Und stellt euch nur einmal die wahnwitzige Kombination großer Kurfürst oder Preußen, Schlieffen und eine Admiral Schrödinger vor. Nein, Spaß, eine Admiral Schröder vor. Nicht, weil es eine gute Division ist, bei weitem nicht. Aber es ist ein Feuerwerk der Sekundärartillerie. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht.